Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen Assassin's Creed 2. Ja, und wir sind dabei, hier unsere Assassinenaufträge abzuarbeiten und wir stehen hier schon, um den nächsten Auftrag in Empfang zu nehmen. Und zwar Friedensbewahrer. Ein Kontingent verräterischer Wachen plant den Marsch auf meinen Palast. Töte sie alle, bevor sie einen Aufstand auslösen. Okay. Eine Minute haben wir dafür Zeit, okay. Achso, wir müssen den erreichen und dann haben wir eine Minute Zeit, wahrscheinlich alle anderen auch noch zu töten. Wie weit ist denn das weg? Ach, okay, bitte, das ist ja wieder am anderen Ende der Stadt. Aber wenn ich schon mal hier bin, könnten wir uns hier um die zwei Schätze bemühen. Die Frage, wo sind die jetzt, ne? Ah, hier unten drin. Zehn Leute sollen wir dann eliminieren. Gütiger Gott, was für Bestien hast du erschaffen? Frieden ist nur ein Wort. Medizinische Hilfe, die dieser teuflische Mann verbreitet, lassen selbst starke Männer erzittern. Er muss schleunigst. Attenzione, attenzione, nur bei der Sache, der große Schneider. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine für ein Gemetzel werden soll. Komm. Du bist ein Tod an meiner Schicht. Komm dich doch besuchen. Naja, das wird so nichts mehr, wenn die alles wegblocken. Keine Chance, gegen die ganzen Gepanzerten so durchzukommen. Aber wir müssten, glaube ich, zuerst die Gruppe machen, die sich bewegt und dann die, die statisch sind. Also die Wachen auf dem Dach ist echt nervig, also super nervig. Du bist nicht allein, Bruder.
Zeit mehr dafür zu sterben, Idioter! Ach, das ist so nervig. Hoffentlich hast du schon deinen Frieden mit Gott gemacht. Liebe Leute, kaufe bei mir ein. Ich habe mit die Beste aus. Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Gib den Weg frei! Florida! Verliert ihn nicht schon wieder! Ich kann ihn nicht da! Los! Gibt hier irgendwo einen Balkon? Nur die beste Kleidung hier! Seide und fein gewobenes Leinen! Da! Auf ihn! Natürlich! Natürlich springe ich zweimal dran vorbei, Alter! Zweimal! Ach, es ist so nervig, wirklich. Es ist wirklich so nervig manchmal. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Was macht ihr? Da ist er. Wir kriegen dich doch. Ich muss zum Dock und Rüstung reparieren, weil ich hier zweimal daneben gesprungen bin. Kann nicht. Ja, ich diene nur den Besten. So. Leider auf der anderen Seite. Pflege für alle. Das ist jetzt besser. Aber ich sage, Vorsorge ist die beste Heilung. Hat er das nicht repariert? What? Ich war so ein Idiot. Kommt, Freunde. Diese. Alles reparieren. Ciao, Signore. Und empfiehlt uns bitte weiter. In meinem Geschäft gibt es nur das. Ist die Frage, ob die sich alle bewegen? Oh, ganz doof, dass der eine da die ganze Zeit am Rumwobbeln ist. Du bist ein toter Mann. Es ist nur eine unsere Courage, Benedica Signor. Möge der Herr euch segnen und euch den Sieg bescheren. Ja, es ist so crazy, ne? Dass sie dann alle treffen. Und wegen den vier kriegen wir das jetzt nicht mehr hin. Ach komm, geh doch weg einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob wir mit Gift hier nicht vielleicht besser dran sind. Ich probiere das jetzt mal mit dem Gift. Das haben wir noch gar nicht verwendet eigentlich. Aber sobald die aufmerksam sind, können wir die fast nicht
schnell erledigen, weil wir müssen ja in einer Minute... Ach, geh bitte, warum muss ich denn wieder hier sein? Ich bin bei euch. Hier nirgendwo ein Balkon. Aber sobald wir auf die Brücke gehen, läuft die Minute. Bezweifle das, dass wir das mit Gift alleine schaffen werden. Oh. Dahin müssen wir. Ach, bitte kletter doch hoch. Ich will nur noch mal schauen. Ja, okay, die Feder ist weg. Ja, ja. Eingesammelt ist eingesammelt. Fünfzehn Giftdinger haben wir. So, das ist nur die Klinge vergiftet dann. Es ist so geil, ne, dass die ganzen NPCs sich auch noch so gegenseitig blockieren. Eigentlich müsste ich mir, glaube ich, Partisanen holen. Ich weiß nicht, ob hier welche sind in der Nähe. Da sind welche. Am besten wären zweimal vierer Packs. Keine Ahnung, wo jetzt hier alles diese Partisanen sind. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Mein Gott! Die neuesten Meldungen. Wegen der schlechten Getreideernte. Exzellent. So, ich schaue jetzt hier nochmal ums Eck. Kein Kunde von mir wird jemals schlecht angezogen sein. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Hey, was für eine schöne Frau. Ach, Gebete. Wie in Gottes Namen habt ihr das gemacht? Hä? Komm zurück, hier, komm zurück, komm zurück, hier, 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 komm zurück, hier,
Ich bin hier bei euch, Brüder. Bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Ach, bitte. Ich will einfach die... Ja. Lass mich doch. Du doch kein Messer. Da ist er! Nein. Ich versuche immer die zu nehmen, die gerade nicht den Fokus haben, weil die können wir per Attentat schnell erlegen, so in den letzten 10 Sekunden. Auf diese Art Hilfe verzichten wir, Kanal. Nein! Och. Och, fuck, ey. Warum, wenn ich den von hinten angreife, warum springt er dann nach vorne und versucht ihn von vorne anzugreifen? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber die Ablenkung ist auf jeden Fall gut. Die hilft uns. Hey, bitte, das kann doch nicht sein, oder? Dass ich da jetzt jedes Mal an der Stelle bleibe. Und die sind dann natürlich auch instant getriggert. Wieder den Eiertanz darüber machen. Runter hier, oder? Da, los! Natürlich. Ach, okay, bitte. Manchmal ist es echt so nervig. Warum bleibt er dann an der Kante stehen und springt nicht drüber? Okay, wenigstens die Dudes sind jetzt weg. Das ist echt nervig. Aber wir holen uns wieder die Partisanen. Versuchen wieder von der Flanke erstmal die Laufenden so viele wie möglich zu vergiften und dann versuchen wir da irgendwie wieder durchzukommen. Unbearbeiteter Wolle, eine Sondersteuer von einem extra Hundertstel erhoben. Die Einnahmen dienen dazu, die Sicherheit und das. Also wir sind noch gar nicht da. Doch. Ach, hier waren die. Oh, der ist schon mal... So, jetzt läuft die Zeit. Natürlich. Es wird wieder nichts. Nicht in meiner Schicht. Natürlich. Natürlich.
Wir müssen in der ersten Sekunde so viele wie möglich vergiften, weil erst wenn der erste stirbt... Oh ja, du nervst jetzt echt. Du nervst so tierisch. Laju, da ist er! Auf ihn! Meine Güte, Alter. So, ich nehme die auch mit. In der Hoffnung, dass wir 8 von diesen Partisanen haben können. Aber ich glaube, man konnte das ein bisschen stacken. 2-mal oder so. 2 oder 3-mal konnte man, glaube ich, stacken. Magnifica notte, eh? Nee, euch will ich nicht. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. In meinem Geschäft gibt es nur das Allerfeinste. Hier. Euch brauche ich. Adi. Abgemacht. Ach, wir bleiben in der Nähe. Wir müssen die auf jeden Fall die ersten 5 vergiften, wenn die nach hinten laufen. Ja. So, ihn haben wir. 3. 3. 4. Einer ist noch nicht. Ich glaube, er hier. Ja. So. So, der erste ist umgefallen. Kümmern wir uns um diese hier. So, er noch. Wer lebt hier noch? Wer lebt hier noch? Ja. Okay. Ja, echt knifflig und echt Pain, wenn das nicht gut läuft. Aber es war... Gift hat uns auf jeden Fall die Zeit verschafft, die wir brauchten, um... Ja, um alle zu vergiften. Aber so wirklich Utility-Sachen haben die nicht dabei, ne? Wie Healing oder Gift. Wegen ein paar Münzen erschlagen. Oh, wie kann man sich nur zu so etwas herablassen? Ehrloser Dieb! Ah, der Teufel wird deine Sünden sicher 10-fach belohnen. Jetzt die Frage, sind die auch wirklich tot oder sie, weil viele haben jetzt nicht wirklich tot ausgeschaut, ne, wenn man ehrlich ist. Nur die Verstorbenen. Noch einer. Einen Moment. So, ich pack die mal hier in der Hoffnung, falsche Richtung. In der Hoffnung, dass sie dann einfach hier bleiben und nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen. Warte mal. Wo ist der Dog? Ah, der ist natürlich wieder auf der anderen Seite. Ich hätte gern, glaube ich, noch ein paar von diesen Giftpotionen nachgekauft. Komm, hab keine Angst. Gift? Ja. Ja, meine Hoffnung war ja, dass wir, wenn wir die Dudes looten, dass wir da ein bisschen was zurückbekommen, aber ja, scheinbar nicht. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf.
Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ach bitte. Aha, diesmal konnte er am Dach aufmachen, den Kasten, okay. Rudelführer, eine kleine Gruppe von Kondottierier, die meinen Palast angreifen, wurden gesichtet. Es scheint sich neu zu formieren. Sie scheinen sich neu zu formieren. Verfolgt einen von ihnen zu ihren Garnisonen und tötet ihren Anführer. Ja. Die Garnison ist doch hier oben, oder? Ach nee, ist nicht. Ich dachte, die Garnison wäre hier oben oder so. Ah, hier war das Gefängnis, ne? Okay, es kann aber auch dann am Gefängnis stationiert ist. Schauen wir mal, ob wir den hier finden. Aha, da hinten. Kommt der hier vorbei, zufällig? Sieht so aus. Sieht so auch aus. Ach, der schließt sich dem an. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, es werden jetzt hier immer mehr, immer mehr. Die Frage, na, können wir den hier? Aber ich singe euer Lob. Ja, fuck. Jetzt ist die Frage, na, warum wurde er getriggert? Wurde er getriggert, weil er tot war? Oder wurde er getriggert, weil er sich umschauen wollte und dann sich umgeschaut hätte und ja, und beim Umschauen dann gesehen hat, dass die Leiche hinter ihm liegt. Jetzt die Frage, ne? Diesmal steht er nicht da. So, okay. Lokalisiert. Steht der jetzt wieder da? Okay, der steht wieder da. Kann ich den vielleicht vorher schon erledigen? Okay. Lauf mal andersrum. Was hast du mit dem letzten Trottel, der sich so verhielt? Haben wir ein Stück. Capito, alles verstanden? Weg. Nochmal und du bist tot. Verstanden? Diesmal ist er, glaube ich, nicht stehen geblieben. Wieder aussieht. Nein, das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt muss ich wieder alles
Aha, der schließt sich ihm an. Muss hier weg. Alle verrückt. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu dicht auflaufe. Hier sind auch zwei. Aber die interessiert das nicht. Der nein, ich werde den nicht killen. Ich habe überlegt, ob ich den vielleicht auch rausnehme. Aha, jetzt sind schon drei. Er ist kurz stehen geblieben. Oh. Verbotene Zone für dich. Welch Anmut. Es ist so geil, ne? Es ist manchmal echt so geil. Wenn der nicht so beschissen von der Wand wegspringt, verlieren wir das Ziel nicht. Dazu, verdammt, ich hol mir deinen Kopf. Ach bitte, es ist so nervig. Warum müssen die genau... Ja, natürlich. Warum müssen die genau am Taubenschlag sein? Warum müssen die dort platziert sein? Voll unnötig. Ich verliere. Ich muss schneller machen. Dazu, fass ihn dort. Entkommt. Ecolo, da ist er ja. Du solltest nicht hier oben sein, Stolto. Was machst du hier oben? Wie lange hältst du das durch, hä, Cornelio? Ich verliere. Ach, es ist so nervig, wirklich. Es ist so super nervig. Du siehst nichts, du kannst die nicht Dings machen. Und ich habe keinen Bock, die alle zu fighten jedes Mal. Oh, da hinten. Schauen wir gleich. Wir holen nur die Feder zuerst. Ja.
Okay, noch eine Feder. Suche weitere und du. Okay. Okay, warte mal. 5. 5. 2. 9. 3. 1. Okay, das war's nicht. Ja, soweit ich weiß, ist das der einzige Code, den wir bis jetzt haben. Aber wir haben jetzt einen zweiten Code. Also nicht einen zweiten Code, sondern ein weiteres Rätsel. Was war das hier für ein Zeichen? Ach hier, das war das Zeichen für... Ach, das sind die Berge. Montenegro, Toskana. Okay, okay. So, das haben wir. Fand ich ganz angenehm, wenn der schon mal aus der Gleichung draußen ist, ne? So. Ihr werdet bereuen, geboren zu sein, Katze. Ey, du, du warst hier. Was ist, wenn du glaubst, wir sind nette Bürger in Uniform, die dich freundlich auf den rechten Weg zurückführen? Teufel hört man sie noch schwören, wenn sie seine Rache spüren. Wer voller Fehl und Tadel ist, dem ist ein schnelles Ende gewiss. Weiland hat mir nichts voraus. Ich habe die angesagteste Mode von allen. Genau, der schließt sich dem jetzt an. Ja, okay. Wir könnten ein paar Kurtisanen nehmen. Das sind die Damen. Weil da könnten wir die 4 Wachen vorne ablenken. Ich weiß aber nicht, ob wir an Kortisanen vorbeikamen. Ich glaube schon. Mindestens einmal, glaube ich, sind wir an denen vorbei. Hier stellt sich dann gleich der nächste dran, ne? War doch jetzt hier irgendwo. Na, hier sind die Kortisanen. Genau, jetzt ist hier der dritte dazugekommen. Bitte nicht. Oh. Ich werde noch als alte Jungfrau sterben, wenn jemand nicht mein jemand meiner Ding? Erbarmt. Das ist so dumm, ne, dass die automatisch weggehen. Ciao, ihr könnt doch sicher eine Pause gebrauchen. Bitte, Herr. Alle schon willst du eine Dame in Not helfen? Vielleicht könnt ihr... Okay, da drüben sind auch nochmal welche. Kommt.
Verbringt etwas Zeit. Nein. Oh, mein lieber Schatz. Verbringt etwas Zeit mit uns. Kommt, hey, werte Herren. Ihr seht aus, als wüsstet ihr, was euch Spaß macht. Oh mein Gott. Verbringt etwas Zeit mit uns. Wo ist er jetzt hin? Den Mann habe ich schon gesehen. Ja, der Rest ist egal, wir fliehen. Meine Brüder werden mich rächen, Stronzo. Eccolo, das ist er ja. Mist. Ach, bitte. Ich verliere ihn. Dazu, fass ihn, dort. Aber war das jetzt wirklich der letzte Assassinenauftrag? Mag ich ja fast gar nicht glauben. So, wir brauchen auf jeden Fall hier mal so ein Plakat. Da ist es. Hör sofort damit auf! Ich habe 4 ungelöste Morde und 2 Einbrüche. Wenn ich dir die Zunge rausschneide und dich verhafte, werde ich vielleicht befördert. Richtig. Nur keine Streit. Nie zuvor hat ein einzelner unserer Stadt so geschadet. Wie ein Gespür. Aber. Ja, sind alle Assassinen weg. Okay. Das heißt, wir können uns hier den nächsten Leutnant stellen. Unserer Gastfreundschaft einweihen. Oh, ich nutze nur feinste Wollen. Ja, ich habe geschaut, ob der oben auf dem Dach schon ist. Aber ja. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Auf ein Wort. Jetzt. Richtig so. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch gefangene Egel. Das ist Plakat noch. Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Hey, was willst du denn? Den sollten wir uns vielleicht kümmern. Der unsere ruhmreiche Republik heimsucht, wurde in der Nähe gesehen. Seid wachsam, er muss erlegt werden. Gute Bürger von Florenz, hört eine Botschaft von der Arte della Lana. Möge das diesjährige Fest von San Giovanni...
Ja, mal lässt er ganz los, mal macht er immer nur Minischritte. Und mal, keine So, hier ist der nächste. Omnipotens Deus. Rex, okay, der ist da oben. Et omnium gubernator. Derbe Sakramente. Ungesehen auf dem Dumu klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier nochmal hochklettern. Ach, da oben ist der, okay. Aber da waren auf jeden Fall ein paar Wachen auf dem Dach. Der. Ach, hier. Da, du wirst nicht entkommen. Ach, weil ein Millimeter daneben oder was? Und er das Attentat nicht ausführt. Ja, die Folge ist halt eher durch Fails geprägt als durch echt geiles Gameplay. Drei Leute auf dem Dach. Ja, wir müssen da hoch. Genau, und da die komischen Dinger hoch und da oben ist der Typ dann. Natürlich sieht er mich. What? Ich weiß nicht, ob der dann noch weiter hier hinter kommt oder ob der zurückläuft. Ja, okay.
So, jetzt hole ich mir hier gleich den. Ja. Denke ich halt. Aber mache ich halt nicht. Okay, das interessiert ihm gar nicht, dass der da unten liegt. Okay, damit haben wir den. Der da hinten sollte ja weit genug. Ja. Unter die Schieße. Oh mein Gott. Ich will nur nicht, dass der uns sieht, wenn wir hier hochklettern, weil das ist ja auch nicht so leiwand, da hochzukommen. Links, bitte links. Ja, warum er da jetzt wieder so eine Sekunde. Et omnium gubernator. Cuius potentiae. Nulla creatura resistere potest. Qui proprium est peccatoris punire. Et eorum miserere. Qui vere agunt punitentiam. Serva. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Das wollen wir alle. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace. Okay, eigentlich will ich nur nach oben und runter springen. Oder ist es schon erledigt? Ah, okay. Neuer Status Inkognito. Okay. Ja, jetzt hätten wir die Feder auch. Nein, warum springt er denn? Warum springt der? Ja, so sind wir auch wieder am Boden der Tatsachen, ne? Noch drei Leute, okay. Pflege für alle. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Wohl Luigi, der Fischhändler aus San Marco, möchte, dass es die ganze Stadt erfährt. Nirgends werdet ihr frischeren Fisch zu niedrigeren Preisen finden als bei. Ja, ich hab geschaut, ob es oben ist, aber es ist hier unten. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Wie? Indem ihr das Volk zwingt, einem Irren zu folgen?
Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Wache, Wache! Sozialer Aufsteiger, den Adeligen verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er Saru erreicht. Okay. Ja, die hier hoch müssen. Shit. Ach. Das Volk glaubt es auch. Sonst würde es uns doch nicht folgen. Wo kommt er? Savonarola hat vor Widerspruch. Natürlich. Natürlich springt er da runter und macht das Attentat da unten hin. Nehmt euch einen Moment zum Nachdenken. Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traft eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Wir hatten Glück, dass er so lost war und oft irgendwo hingerannt ist und dann wieder stehen geblieben und wieder in die andere Richtung gerannt ist. So, habe ich den Arzt markiert? Ja, aber das ist gleich daneben. Wahrscheinlich da oben. Befehl ist einfach. Bewacht diese Felder und passt auf, dass diesen Heubündeln nichts passiert. Hört sich vielleicht einfach an. Es ist aber eine sehr wichtige Aufgabe. Weil der Tod daraus lauert, oder wie? Der Bauer, den Bauern töten, ohne seine Leute zu alarmieren. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Eccolo! Da! Da! Ach, das ist so nervig, wirklich, dass die dann immer in der Sekunde sich umdrehen. Ohne diesen einfachen Rohstoff fehlen dem Widerstand die Mittel. Und dann müssen sie aufgeben. Ach so, die Messer. Ach ja, die Messer sind ja jetzt auch useless. Weil die killen ja nicht beim ersten Mal. Und mit der Pistole will ich nicht schießen, weil die sau laut ist. Der sieht mich da drüben, oder? Der war ja auch schon wieder die ganze Zeit auf mich getriggert, obwohl er mich ja theoretisch gar nicht gesehen hat. Sind auf jeden Fall auch irgendwie Leute. Sie brauchen Kleidung, Nahrung, Obdach.
Wärme. Und all das bietet ihnen das Heu. Ich höre euer Murren. Ihr denkt, dieser Posten wäre Zeitverschwendung. Doch ihr müsst verstehen, unser Überleben hängt davon ab, dass wir unser Eigentum schützen. Will in den anderen Heu bauen. Ihr glaubt mir nicht, oder? Ich erkläre es euch. Das Heu ist Futter für unsere Pferde. Die wiederum ziehen unsere Karren, welche unsere Waren in die Städte bringen, wo wir Handel treiben können. Heu ist also die Grundlage unseres Lebens. Und das ist da unser Vieh. Kühe und Schafe brauchen Heu unter anderem als Futter. Boah, sind die nervig alle. Das Einzige, was er nicht sagt, dass der Tod daraus lauert. Wo ist der? Aha. Seht ihr, warum läuft der... Warum das Heu nicht in die Hände des Feindes geraten darf? Also, nehmt eure Arbeit hier ernst. Sie ist essentiell für unseren weiteren Erfolg. So ein Söldner-Ding. Verliert ihn nicht schon wieder! Ich dachte schon, ich hätte ihn verloren. Ihr würdet euer eigenes Volk verhungern lassen. Und wofür? Zu lange ertrug ich die Beleidigungen. Sie schimpften mich einfach von niedrigem Stand. Ich wollte ihren Respekt. Meinen habt ihr sicher nicht. Auch wenn der Tod schmerzhaft sein mag. Der Schlaf ist sanft. Requiescat in pace. So, nach oben. Zeig sie ihn! Bravo, bravo! Donato, ich habe ihn aus den Augen verloren. Dort ist er! Packt ihn! Ausschwärmen! Er muss hier irgendwo sein. Hier eben? Müssen nur anonym werden, der Rest ist erstmal egal. Okay. Gut, dann holen wir uns den letzten. Wer ist denn da schon getriggert? Wer will denn da noch was? Scheint ein Bug zu sein, oder? Frisch gefangene Igel! Wer braucht einen Aderlass? Ich habe ein Elixier aus Blei und Granatapfel gebraut. Ideal für die Leben. Ja, ich habe ihn gesehen, aber ich keinen Bock gehabt jetzt da irgendwie. Okay, oben. Ja, ich sehe es. Über mir. Sichert diese Kisten. Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Hafenmeister, ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und dem Treiben des Händlers ein Ende setzen. Okay. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss können, ist mir schleierhaft.
Na? Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen und den Herrn als unseren Retter und wahren Führer. Ja, der steht da oben. Ja, mal schauen, ob hier noch wer vorbeiläuft an der Luke. Aber es sieht nicht so aus. Aber man sieht auf jeden Fall, wo das Schiffdesign aus dem dritten Teil herkommt. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. So, wir sneaken uns mal hier hinten ran. Hier oben, rechts oben am Eck, müsste ja noch einer stehen. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Wahrlich, ich sah Sie als Schutzherrn an. Aber das war bevor der Prophet meine... Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Okay. Komm ich hier raus? Wäre natürlich nice. Ach, bitte. Ja, manchmal ist das echt sehr bescheiden, die Steuerung. Manchmal ist es super präzise und manchmal überhaupt nicht. Also wirklich null. So, das heißt, wir haben jetzt alle von diesen Handlangern erledigt. Ich würde jetzt gerne die Folge beenden, weil ja, es wird wahrscheinlich das Finale oder vielleicht das Endfinale sein. Ich würde dann in der nächsten Folge das dann angehen, dass wir die Story hier fertig machen und dann mal schauen, wie viel Content noch fehlt, wie viel Sachen wir jetzt hier noch nicht erledigt haben, weil ich weiß, auf der einen oder anderen Karte ist ja noch was offen, wie das eine Grab in der Villa, sind ja noch irgendwie Schatzkisten offen und so. Ja, mal schauen, ja. Ich danke euch erstmal fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Servus.